Heute in der Folge wollen wir mal wieder etwas von Pokémon bauen. Und zwar siehst du schon hinter mir das Häuschen von Ash. Den Pokémon-Trainer, der bis jetzt jedes Pokémon zähmen konnte. Natürlich ist auch Pikachu dabei, obwohl ja Pikachu ja eigentlich schon nach der ganzen Zeit so mächtig sein müsste, dass selbst legendäre Pokémon gegen Pikachu keine Chance mehr haben. Die verrückte Pokémon-Welt. Dieses Häuschen passt natürlich nicht nur gut in Creative rein, nein, auch in Survival könnte man es als tolles Starterhaus nutzen. Und damit wir natürlich genauso gut starten können, schnappen wir uns gleich ein paar Blöcke und dann geht's los. Heute geht's erstmal los hier mit weißen trockenen Beton und dann nochmal die feste Version davon. Dann geht's noch ran an glatte Quarztreppen und Stufen. Ein bisschen Birkenzaun begleitet uns. Duritmauern, roter Beton, Birkentüren und für die Glasfarbe nehme ich wie immer türkises Glas. Zuerst geht's wie immer einmal ran an den Grundriss von unserem Häuschen. Wir beginnen erstmal mit trockenen weißen Beton und zwar ziehen wir uns erstmal eine gerade Reihe lang von 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Blöcke erstmal. Dann wollen wir zur Seite einmal nach hinten noch was ziehen und zwar setzen wir noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Blöcke ran. Also, dann haben wir auf der Seite hier schon mal 14 Blöcke, auf der anderen Seite ziehen wir dann auch nochmal 13 Blöcke wieder ran. Dann biegen wir gleich wieder einmal auf die Innenseite ab, da setzen wir noch 3 weitere Blöcke ran, auf der anderen Seite genauso. Dann können wir wieder einmal nach hinten gehen und setzen hier noch 1, 2, 3, 4, 5 weitere Blöcke ran, auf der anderen Seite gleich mal mitziehen und hinten können wir es dann einmal zuziehen. Jetzt kommen wir natürlich dazu, das Ganze noch hochzuziehen. Hier nehmen wir jetzt einen kleinen Wechsel vor von normalen Beton zu trockenem Beton. Das Ganze machen wir 7 Mal. Jetzt gucken wir mal, jetzt habe ich hier schon 3... 4, 5, 6 und 7. Jetzt müssen wir aber hier nicht komplett unseren ganzen Grundriss hochziehen. Diesen hinteren Teil, der jetzt, sag ich mal, übersteht, den macht ihr nicht auf 7, sondern höchstens nur auf 6. Naja, 6 wäre jetzt auch schon wieder zu viel, da wir ja hier ein bisschen auch wieder runtergehen wollen. So muss ich selber nochmal gucken. Jetzt habe ich hier 3, 4, 5 und 6. So, wir machen das hier ganz einfach mal. Da muss ich das immer hier ein bisschen hinterherziehen. Dass wir das hier gleich schon mal ein bisschen anpassen für unser Dach später. Also die ersten zwei jetzt sind einfach auf dem Maß von 6. Dann gehen wir 2 wieder ein bisschen tiefer. Und zwar machen wir hier einfach nur 5 Blöcke hin. Und der letzte, das wird dann hier einfach nur eine 4er-Reihe. Macht sich immer besser, wenn ihr das auch gleich einmal ringsherum zieht, anstatt dann immer hier diesen Block einmal zu wechseln. Und dann habe ich mir die Rückseite schon mal fertig gezogen. So, den Rest muss ich natürlich auch noch einmal langziehen. Und da sage ich euch ganz einfach, nehmt erstmal eine Blockreihe und zieht euch das hier ringsherum. Und ich nehme es halt wirklich wörtlich, ne, wechsle nicht immer zu dem Block, ziehe erstmal einmal durch hier und dann passt das. So, die letzte Reihe hier, die 7. Reihe, das ist ja hier die 6. Reihe, die ich habe. Da können wir gleich einmal durchziehen. So, und die 7. Reihe könnt ihr hinten auch einmal komplett durchziehen. Und dann habe ich meine Wände erstmal soweit hochgezogen. Jetzt geht es daran, dass wir Vorder- und Rückseite noch ein bisschen bearbeiten. Hier nehmen wir wieder den Wechsel von weißen und trockenem Beton und machen jetzt hier vorne einfach so eine kleine pyramidenartige Struktur hier einfach mal hoch. Ganz oben in der Mitte sollten wir dann perfekt hier noch einen weiteren Block haben. Wunderbar, das geht auf. Und auf der anderen Seite ziehen wir das dann natürlich hier einmal wieder im Wechsel hinterher. So, bei mir habe ich das jetzt erstmal soweit fertig. Jetzt machen wir, bevor wir jetzt das Dach einmal raufsetzen, noch was anderes. Und zwar können wir noch mit unseren Quarztreppen und Stufen vorne auf der Vorderseite unsere Terrasse einmal machen. So, schnappt ihr deine Treppen. Und zwar lassen wir an der Seite einfach einen Block überstehen. Dann gehen wir hier einfach 3 Treppen nach vorne. Ups, die sollten alle umgedreht sein. Und biegen hier nochmal zur Mitte ab. Dann könnt ihr ganz normale, 2 normale Treppen hier dran setzen. Und dann hier auf der anderen Seite ziehen wir einfach diese Treppen hier wieder einmal zur Wand. Dann haben wir jetzt hier innen drin eine 4er Fläche. Da könnt ihr gerne jetzt einmal Blöcke oder Stufen euch platzieren. Und dahinter schlagen wir, müssen wir mal von oben gucken, 1, 2, 3, 4 Blöcke weg. Und auch auf eine Breite von 4 Blöcke, sodass wir hier ein 4x4 Fenster haben. Könnt ihr unten wie oben auch gleich nochmal ein paar Stufen anbringen. Neben dem Fenster lasst ihr dann einfach 3 Blöcke Platz und schlagt hier nochmal 3 Blöcke weg. So, jetzt sollten wir hier oben einen verlieren, nicht so wild. Da setze ich mir jetzt eine umgedrehte Treppe einmal hin und platzieren mir dann nochmal den trockenen Beton. Gut, denn hier wird ja unsere Haustür später entstehen. Das heißt, wir können jetzt hier einmal einen Quarzblock davor hinsetzen. Machen wir noch einen zweiten Quarzblock. Daran dann eine Treppe und an den Seiten machen wir einfach umgedrehte Treppen. Die ganz vorderste können wir eigentlich so machen, dass die auch ein bisschen aneckt. Gut, dann passt das hier schon mal. Jetzt gucken wir mal hier oben einmal hin. Und zwar lassen wir einfach hier oben 2 Blöcke Platz und dann schlagen wir 3 Blöcke weg und hier könnt ihr dann wieder einmal die Stufen hinsetzen. Lassen wir die Vorderseite erstmal so weit, wie sie ist und dann biegen wir mal ab zur Seite. Hier machen wir noch 2 weitere Fenster hin und zwar lassen wir unten nochmal 2 Blöcke Platz. An der Seite hier lasse ich mal auch 2 Blöcke Platz, dann schlage ich hier 3 Blöcke weg
Meine Stufen setze ich mir wieder oben und unten hin. Daneben lasse ich dann vier Blöcke Platz und schlag mir dann hier ein 4x3 Fenster einfach mal rein. Ach, guck mal, die Blöcke fallen schon von sich nach unten. So, dann setze ich hier mir einfach wieder meine Stufen hin und dann biegen wir schon einmal zur Rückseite ab. Da gucken wir erstmal ganz oben hin und zwar genau wie auf der Vorderseite. Zwei Blöcke hier lassen und drei weghauen. Dann einmal hier wieder unsere Stufen hin. Dann gucken wir einmal hier unten hin. Hier würde ich mir auch gerne noch ein Fenster machen. Dann müssen wir jetzt wieder hier, zack, mal diese drei Blöcke hier mal weghauen. Setze meine Stufen hin und hier oben muss ich wieder einmal den, zack, Trockenbeton einmal hinterherziehen. Auf der gegenüberliegenden Seite machen wir natürlich noch eine Tür, die da wirklich mal natürlich hier rausführt. So, das schlagen wir mal das auch hier mal komplett einmal weg. Ganz unten setze ich mir einen Quarzblock hin. Darüber dann, zack, eine Treppe und hier wieder mein Trockenbeton. So, jetzt hier natürlich vor unserer Tür mache ich dann, sage ich mal, eine ganz normale Treppe hin und an der Seite dann zwei umgedrehte Treppen nochmal daran. Dann bleibt natürlich nur noch eine Seite übrig. Hier wollen wir natürlich noch zwei weitere Fenster uns einmal platzieren. Wir gucken mal von der Seite erstmal. Wir lassen jetzt drei Blöcke Platz und schlagen hier ein 4x3 Fenster einmal rein. Natürlich setzen wir auch gleich einmal wieder unsere Stufen ran. Und hier neben lassen wir dann wieder drei Blöcke Platz und schlagen hier ein 1x3 Fenster rein. So, Stufen wieder hin und dann haben wir das. Jetzt wird es langsam Zeit, dass wir auch hier mal unser Dach aufsetzen. Schnitte dafür deine roten Betonblöcke und ganz, ja, ganz einfach setzen wir die jetzt hier einfach mal rauf. Wir sind natürlich wieder so clever und lassen sie auch einmal überstehen, ne? Wie du siehst, ganz einfach ziehen wir hier unser Dach dann einfach mal zu den Seiten. Sobald wir dann natürlich hier das Hauptdach fertig haben, bleibt natürlich noch die Rückseite. Hier wollen wir natürlich das auch noch einmal raufsetzen. Gleiches Spiel, ne, dass wir hier das dann einfach wieder zu den Seiten überstehen lassen. Und dann zur anderen Seite einfach mal noch hinterherziehen. Süße, schon geschafft. Gar nicht mal so schwer. Bevor wir jetzt das Dach gleich in Ruhe lassen, nehmen wir nochmal unsere Stufen und Treppen zur Hand. Und zwar wollen wir das hier unten natürlich noch einmal verkleiden damit. Und zwar immer bei so einem Übergang setzen wir die Treppen hin und da, wo es glatt ist, unser Dach, setzen wir die Stufen hin. Lass dir dabei natürlich wieder Zeit. Das müssen wir nicht nur hier, sage ich mal, hinten bei diesem kleinen Dach machen, sondern natürlich auch bei unserem Hauptdach. Auf der Vorderseite setzen wir natürlich komplett einmal Treppen hin. Hier oben in der Mitte lassen wir die Treppe dann einfach mal nach vorne gucken. Oh, schön zur Rückseite und hier muss ich natürlich dann auch nochmal machen. Wenn wir das denn erledigt haben, wollen wir noch zwei weitere Fenster machen auf jeder Seite von unserem großen Hauptdach. Dafür nehmen wir jetzt unsere Stufen wieder zur Hand. Wir lassen an der Seite hier von der zweiten Dachstrebe drei Blöcke Platz. Dann schlage ich mir hier einfach mal drei Blöcke weg. Lasse mir vier Blöcke Platz, schlage mir wieder drei Blöcke weg und dann sollten wir hier noch drei Blöcke haben. Wenn das alles passt, setzen wir jetzt hier einmal unsere Stufen hin. Können gleich mal unseren roten Beton nehmen. Hier machen wir an den Seiten jetzt... Ja, zwei Blöcke hin, dann kommt hier einer und hier oben noch ein weiterer. Die inneren Blöcke hier, die du hier noch siehst, kannst du weghauen. So, wenn man es nochmal, also ist erstmal wieder ein Zweier hin, dann kommt hier eine Einerreihe und hier oben noch eine weitere Einerreihe. So, die Mitte einmal weghauen. Auf der Ebene von unseren Stufen gucken wir hier oben einmal und setzen da noch eine weitere Stufe hin. Zack, müssen wir hier dann natürlich nachziehen. Weil das so einfach ging, machen wir das natürlich nochmal auf der anderen Seite. Also, wie war das? An der Seite drei Blöcke Platz lassen, drei weghauen, dann lassen wir in der Mitte vier Blöcke Platz, wieder drei weg und dann haben wir hier noch drei. So, Stufen gleich einmal hin und nach den Stufen setzen wir dann hier an den Seiten so an sich hier zwei Blöcke hin. So, dann kommen hier unsere einzelnen Streben, in der Mitte natürlich noch, auf der anderen Seite synchron hier gleich mal mitmachen. Wunderbar, dann schlagen wir natürlich hier gleich einmal die Mitte wieder frei und setzen hier oben dann in der Mitte noch eine Stufe hin. Wenn wir das dann so weit geschafft haben, fliegen wir nochmal auf die Vorderseite. Hier sind wir noch nicht ganz fertig. Schnapp dir jetzt mal deinen Birkenzaun. Und zwar wollen wir hier natürlich hier vorne noch ein kleines Geländer einmal hinsetzen. Wunderbar, dann haben wir das schon mal. Und bei unserer Haustür vorne machen wir noch ein kleines Vordach. Nimm dir deine Mauern. Da setzen wir jetzt hier vorne auf den Treppen einfach mal drei Stück jeweils hin. Darauf können wir dann wieder unseren weißen Beton nehmen und machen hier dann wieder so eine kleine Pyramide hin. Wunderbar. Kommen wieder zu unseren roten Beton, den setzen wir natürlich hier einmal rauf und den lassen wir auch wieder einmal überstehen. Das sieht dann immer ein bisschen besser aus. Und wenn wir es natürlich überstehen lassen, müssen wir darunter noch genau die Treppen setzen. Zack, ganz einfach. Und an den Seiten, ja, wollen wir hier noch ein paar Stufen untersetzen, das macht sich doch auch ganz gut. Da fällt mir gerade auf, hier bei meinem anderen Bau habe ich jetzt keine Stufen untergesetzt. Habe ich das hier vergessen oder wollte ich das so? Ich glaube, das sieht ein bisschen besser aus mit Stufen unter. Tja, manchmal verbessert man sich noch im Nachhinein. Dann sind wir schon so gut wie fertig. Eine Sache müssen wir natürlich noch machen. Zum einen natürlich hier die Türen einmal reinsetzen. Wer möchte, kann sich sein Häuschen natürlich auch einrichten. Das heißt, du kannst dir gleich hier hinter den Boden einmal reinziehen. Wenn du es dir natürlich wieder nicht einrichten solltest, dann verkleid dir am besten gleich deine Fenster.
In diesem Fall richte ich es mal ein, von daher brauche ich mir das Verkleiden mal zu ersparen. Aber eins ersparen wir uns natürlich nicht, die Glasblöcke hinter unseren Fenstern uns überall zu platzieren. Und das Schöne ist einfach bei diesem Haus, ihr könnt hier wieder mit Tapete arbeiten. Das heißt, ihr seht gar nicht hier diesen weißen Beton auf der Innenseite. Das sehen wir aber auch gleich, wenn wir ins Häuschen einmal fliegen. Gut, dann sind wir innen drin erstmal fertig. Wie gesagt, wenn es dir nicht einrichtet, verkleidet ihr die Fenster am besten mit schwarzem Beton oder sowas. Aber sonst tobe dich aus und richte es dir ein. Aber nicht, dass du glaubst, wir sind jetzt fertig. Eine kleine Sache müssten wir noch machen. Und zwar befindet sich noch auf dem Häuschen ein kleiner Schornstein. Dafür nehme ich ganz einfach Steinblöcke. Ich gucke so ein bisschen vom Dachfenster aus, so schräg davon. Und dann setze ich mir einfach drei Stück hin und da oben drauf noch ein paar Stufen. Und fertig ist der Schornstein. So, dann haben wir schon mal das Häuschen fertig. Jetzt fehlt natürlich noch der Rest. Das heißt, ihr könnt euch das immer noch ein bisschen ringsum gestalten. In den meisten Folgen, wo man das Häuschen sah, hatten die halt immer diesen weißen Zaun ganz einfach mit Quarzblöcken und Stufen. Könnt ihr euch die dann hier so einmal langziehen? Habe ich jetzt immer so ein Maß genommen. Hier immer eine Strebe nach zwei Stufen. Man kann es natürlich hier auch noch ein bisschen größer bauen, wenn man möchte, aber ich finde so, das Verhältnis passt ganz gut. Jetzt hat man natürlich das Häuschen auf der Rückseite nicht so wirklich gesehen, aber auf der Vorderseite sah man, dass die Mama von Ash sich hier natürlich so einen kleinen Garten angelegt hat. Ihr könnt ja anbauen, was ihr möchtet. Ich habe hier so ein paar Beeren und ein paar Büsche mir einfach so gemacht. So, auf der anderen Seite war halt ein bisschen, ja, waren ein paar Büsche verteilt, ein Bäumchen stand und das war es eigentlich. Auf der Rückseite habe ich mir natürlich hier noch so einen kleinen Weg gemacht und unseren Hinterausgang auf den kleinen Busch hingemacht und schon habt ihr das Ganze draußen fertig. Wir lassen uns natürlich das nicht nehmen und schauen nochmal rein ins Häuschen. Tja, da kommen wir eigentlich in ein schönes großes Wohnzimmer rein und guckt mal, wen wir da entdecken. Pikachu! Der darf natürlich hier nicht fehlen, ganz klar. Wir können uns natürlich hier einmal schön gemütlich auf die Couch setzen, vielleicht noch gleich eine Pokémon-Folge ansehen. Wir kennen es ja. Ansonsten haben wir hier natürlich noch einen schönen Kamin in der Ecke. Ein bisschen Grünzeug darf natürlich auch nicht fehlen. Und im hinteren Teil habe ich mir noch eine kleine Küche gemacht. Man kann sich natürlich auch noch für den Survival-Modus ein bisschen mehr gestalten. Noch ein paar Werkbänke rein. Ein Bettchen noch irgendwo, wenn man möchte. Und dann habt ihr hier ein richtig schickes Häuschen. Natürlich fällt noch ein bisschen Arbeit an, wenn man sich das Häuschen einrichten will. Aber wer Pokémon-Meister werden will, der schafft dann auch so eine kleine Einrichtung. Wenn wir noch ein bisschen was von Pokémon bauen sollen, könnt ihr gerne das Ganze mit einem Like unterstützen. Andernfalls findest du oben noch in der Infobox noch weitere tolle Videos, wenn dir das gefallen hat. Sonst abonnier noch gerne den Kanal, bleibst immer auf dem laufenden Stand. Und dann war es das wieder für heute. Ich bedanke mich fürs Zusehen, wünsche noch einen schönen Tag, bleibt gesund, haut's rein und ciao.